So, meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Wie geht es euch? Schreibt es in die Kommentare. So, wir spielen hier weiter Gothic. Wollen wir mal gucken. Ich weiß wirklich nicht mehr so richtig, wie es hier weitergeht. Das hat auf jeden Fall schon mal nicht geklappt. So sollte das auch nicht sein. Probieren wir es aber nochmal. So sollte das sein. Aha. Oh, ist nur einer. Hallo? Bringt leider nur 400. Das ist viel zu wenig für das, was sie einstecken können. Die Frage ist, ich glaube, ich gehe aber hier lang. Hier war einfacher. Hallo, schlag weiter. Oh. So. Nochmal zwei kleine Fläschchen Heilung. So, wenn mich alles täuscht, war da hinten das letzte Mal nämlich ein... Hier ist ein Tempel, Minecrawler. Habe ich dich noch nicht gelootet? Nein, habe ich nicht. Habe ich den Tempel, Minecrawler, auch nicht gelootet? Ich bin aber auch ein Schlingel, wobei ich die Panzerplatten halt auch nicht mehr brauche. So, wie sieht's denn aus? Und hier ist plötzlich alles wieder leer. Na gut. Da ist noch eine. Geht's da überhaupt lang? Ich glaube, es geht so. Ich glaube, es geht hier lang, ne? Geht's nicht hier lang? Hier geht's lang, ja. Genau. Hier ist nämlich auch ein dicker Templer gewesen, ein fanatischer Templer, um genau zu sein. Hast du auch noch einen Heiltrank für mich? Ja? Wie schön. Und hier treffen wir jetzt den letzten Ork-Schaman und hoffentlich kriegen wir den. Jetzt endlich kaputt. Ich hab ein bisschen Angst, deswegen Trank der Eile. Wir laufen dahin. Ich glaube, er wird nicht mehr mit uns reden, oder? Doch, macht er? Redest du mit mir? Hier macht er nicht. Aber er greift uns nur an, wenn wir ihn angreifen. So auch ein hässlicher Bursche. Junge, die grüne Farbe sieht aber auch nicht gesund aus. Und der Stock in deinem Gesicht, meine Güte. Oh, okay. Stufe gestiegen, er macht aber, hat auch keine Anstalten gemacht, die Bannklinge. Tod ist er auch und wieder Schabernack. Sich zu wehren. Ein bisschen traurig. Der Junge. Hallo, Templerlein. Apokalyptischer Templer. Du, worum greifst du mich an? Hat er gerade gesagt. Habt ihr leider nicht gehört. Da ist noch einer. Schön. So, jetzt nochmal ein paar Tränke snacken.
Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Ach, guck mal, wer steht denn da? Da speichern wir. Xanas altes Haus. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den fünf Herzen auf sich hat. Die fünf Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in fünf Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den fünf Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Gute Nacht, Xalas. Gute Nacht. Frage jetzt, in welchen Gang gehen wir? Vier Gänge. Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das tief. Hey, Jung, alles klar? Wo kommen wir hier hin? Jetzt habe ich das nicht gesehen. Irgendwas war doch da. Irgendwer hat seine Waffe gezogen. Da. Hallo. Ja, guck mal, da ist der Schläfer. Und da sind seine ganzen Anhänger. Okay, wenn wir die unteren, wenn wir die Treppen nach unten nehmen, dann kommen wir zum Schläfer. Wenn wir die Treppen nach oben nehmen, wo kommen wir dann hin? Jetzt will ich nochmal zurück. Das interessiert mich jetzt. Auf meinen anderen Weg zurück. Hallo. Alter, der ist aber hartnäckig, der Junge. Noch nie hat mir einer von ihnen, von der Sorte, so viel Schaden gemacht. Oh.
Da schläft er wieder ein. So. Was finden wir hier oben? Oh, da ist eine Truhe. Okay, 5 Heiltränke und 3 Mana-Tränke. Ha, cool. Bonus für maximale Lebensenergie. Und Bonus für maximales Mana. 2-mal sogar. Jetzt muss ich die ganzen Leichen hier auch noch durchgucken, wa? Irre. Maximales Leben. Nochmal plus 16 Stärke habe ich hier rausgekriegt. Was ist denn hier los? Okay. Nochmal ein Stärketrank. Nochmal ein Stärketrank. Jetzt wird's aber langsam lächerlich. Magische Energie. Maximales Mana. Maximale Stärke. Maximales Leben. Huiuiui. Wir sind ja bald schon der Übermensch. Nochmal maximales Leben. Und hier. Trank der Herrschaft. Geschick plus 6 und Stärke plus 6. Okay. Das war schon ziemlich cool. Jetzt möchte ich tatsächlich noch erst den anderen Weg gehen, bevor ich die ganzen Tränke trinke. Zu gucken, wie viel insgesamt plus kriegen. Gucken, was uns hier erwartet an Items. Ich bin sehr gespannt. Nur wieder Heiltränke und Mana-Tränke. Und hier auch Lebensenergie plus 5 und Geschicklichkeit plus 8. Dann werden hier ganz viele Geschicklichkeitstränke drin sein. Ja. Mana und Leben. Stärke und Geschicklichkeit. Stärke und Trank der Herrschaft. Mana, Stärke und Lebensenergie. Und Lebensenergie. Ich sage euch, ey, was für eine Ausbeute. Das ist ja unglaublich. Xardas. Xardas? Da schläft er wieder ein. So. Ich musste kurz niesen, ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Also, wir haben Stärke 149, Geschick 115 und Leben 496. Merken, 149, 115, 496. Geschick plus 8, Geschick plus 8. Plus 5, plus 10, plus 15, plus 15, plus 15, plus 15. Plus 15, plus 15 und plus 15. Hallo? Hallo? Warum kann ich jetzt nichts mehr machen? Ah, jetzt geht's wieder, okay. Ne, hey, hey, stopp! Stopp, 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 stopp! Hey, was passiert hier? Er macht nichts mehr. Also er reagiert nicht mehr. Er läuft jetzt nur noch geradeaus. Was zur Hölle? Wartet mal eben.
Jetzt hört er mich wieder. Jetzt hört er wieder zu. Gut, wo war ich? Hier war ich. So. Elixier des Lebens. Nochmal trinken, bitte. Danke. So, jetzt nochmal maximales Mana. Und maximales Mana. Guck mal, wie der Mana-Balken weiter zurückgeht. Immer weiter. Trank der Herrschaft. Nochmal Trank der Herrschaft. Und jetzt meine ganzen Stärketränke. So, seid ihr gespannt? Ich auch. Also, Stärke 217, Geschick 143 und Lebensenergie 616. Wir haben wirklich das Maximum an allem rausgeholt. Junge, Junge, Junge. Wir haben noch 31 Lernpunkte übrig. Junge, Junge, Junge. So, dann möchte ich hier mal... Zack. Apropos, 122 Mana haben wir jetzt, das auch noch. Irre. Dann können wir jetzt ja beruhigt in den Bossfight gehen, wa? So, springen. Genau, perfekt. Ich habe ein bisschen Angst. Ich speichere das jetzt hier. Oh, Schwein gehabt. Zack. Im Stand. Das ist in Ordnung. Dann wollen wir mal, wa? Wir machen mal einen Eiligtrank und gucken mal. Schließlich sehen wir uns also wieder. Mein Meister hat mir bereits von deiner Ankunft berichtet. Er kann deine Nähe spüren. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht zulassen, dass du unsere Pläne durchkreuzt. Die Welt steht kurz vor dem Erwachen des Erlösers und keiner kann ihn aufhalten. All die Ungläubigen da draußen werden ihren Preis bezahlen. Und du hast die Ehre, der Erste zu sein, der diesen Preis bezahlen darf. Schläfer, erwache! Schnell weg. Kommt ihr mir nach? Ist das ein Pyrozauber? Du Arschloch? Also Pyro im Sinne von Pyrokinese oder so? Probieren wir es. Ja, das ist Pyrokinese. Aber ich warte noch auf den Schaden. Himmel! Komm! Okay. Aber jetzt. Wird das jetzt so ein offener Schlagabtausch mit ich darf schlagen, du darfst schlagen? Ja, scheinbar. Na gut.